Hey, willkommen, liebe Menschen, zurück zu Infestation Story The New Z. Wir sind hier nicht allein in der Safe Zone, hier ist noch ein anderer Typ. Wir wollen jetzt aber eigentlich in die Stadt. Wir warten draußen auf dich. Du Arschloch. Auf Tee kann man übrigens. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, wir sind Kannibalen. Okay. Wir könnten hinter den dicken Baum uns erstmal verschanzen, ne? Wir flattern ja sowieso die Leichen, ob wir die jetzt auch noch essen. Ich meine, ob flattern oder looten, ist ja dasselbe. Der Typ hat zu uns gesprochen, ne? Ja, komm du mal mit nach draußen, Junge. Ja. Ja. We wait outside, come on. Vielleicht habe ich jetzt auch im kompletten Global-Ding geredet. Ja, nee. Im ganzen Server. Ich kann immer noch nicht schießen. Ich kann aber nicht reinzoomen mit meiner Waffe. Ne, wir können ja auch noch nicht schießen. Und Scope auch weg. Ja, immer wenn du die Waffe abnimmst und wieder draufpackst, ist irgendwie sind die Attachments weg. Wir müssen eh nach Westen, also warten wir, gehen wir mal erstmal. Aber für was habe ich einen Scope, wenn ich nicht reinzoomen kann? Du kannst jetzt noch nicht reinzoomen, weil wir immer noch in der scheiß Safe Zone sind. Aber warum habe ich einen Scope, wenn ich nicht reinzoomen kann? Hilfe. Wo bist du denn? Immer nach Westen. Am großen Stein. Okay. Du bist schon etwas weiter als ich, weil ich habe auf den Typ gewartet. Ich bin am großen Stein. Ja, ich habe gar nicht auf den Typen gewartet, das war eine Lüge. Dann bist du falsch. Auf den Hügel hoch, bitte mal. Ich bin auf dem großen Stein. Du sollst auf den Hügel mal hoch. Da finden wir uns wenigstens. Okay. Der ist ganz schön steil, der Hügel, ne? Also. Steiler Zahn, meinst du? Ja, das ist voll absolut absurd, dass wir da einfach so hochmarschieren können, aber egal. Seh dich! Bist du da oben? Ne, ich bin hinter dir. Ah, jetzt kann ich übrigens reinzoomen, jetzt sind wir raus. Alter, jetzt ein Sniper. Hätten wir jetzt mal einen Scope, ne? Ich hab einen Scope. Echt? Aber der Typ. Du hast einen Scope? Ja? Sag es nicht, ey. Kannst ja mal draufbauen. Ich sag's dir, ich hab einen Scope, ob du es glaubst oder nicht. Ist es denn noch drauf? Es ist drauf. Kannst du jetzt zoomen damit? Ja, ich würde sagen. Ich kann zoomen. Zweifach ist das. Alter, jetzt hier so zack mit dem Sniper. Bist du schon den Berg hoch eigentlich? Nee, noch nicht ganz. Übrigens war dieses Zeichen tatsächlich das ja, Safe Zone Unverwundbarkeitszeichen. Also wir können den jetzt nicht einfach so wegmetzeln. Ich weiß nicht, ob der unverwundbar ist da drin. Natürlich. Sonst würden das doch Leute campen. Ja, habt ihr auch immer viele Leute immer gemacht. Du kannst ja auch hier an der Straße campen, wenn hier einer langläuft. Der muss ja noch nicht in der Safe Zone sein. Aber wir laufen jetzt erstmal, zur Campusstadt oder so, ne? Zur Unistadt. Campus, ja. Ja, zur Unistadt. Zur Unistadt. Wir können jetzt von hier aus ein bisschen überblicken alles, denke ich. Ja, aber man sieht uns auch, weil hier null Bäume sind. Naja, gut. Guck mal, da unten ist ein Trailerpark. Wo bist denn du schon wieder? Über den Hügel drüber. Ach, du bist schon drüber? Bin noch ja, lass mal Spitze. Zu dem Trailerpark und den looten. Ich sehe keinen Trailerpark. Was? Wo bist du denn, ich Mensch? Ich habe keine Ausdauer mehr. Warte mal kurz. Ich sehe dich! Ich sehe, dass du nicht stehen bleibst. Du kniest dich. Okay. Sind da Gegner oder so? Siehst ja, du ich zähle sie mal. 1, 2, 3, 4. Wie der Basti, ne? 5. Mich bei jedem Scheißspiel, das wir gespielt haben, free to play in letzter Zeit, angeschrieben hat, jetzt auch schon wieder. Grüße gehen raus, weil er meine Videos ab und zu mal guckt. Ob wir das noch länger spielen? Der Gute. Na, irgendwie habe ich jetzt gerade ein paar Freezes immer. Ja, ich auch. So ein paar Ruckler, ganz komisch. Ja. Das ist halt, weil das Gras vor uns aufbaut. Nee, ich glaube, das liegt am Server. Jetzt, wenn der voller wird, ist das also. Sekunde. Du musst doch nicht schon schießen. Ich hab... Schießen die auf uns? Nee, du schießt. Ich hab keine Munition mehr. Oh, Mann. Das ist cool, hast alle gepult. Unload Clip. Bei mir steht da Ladestreifen, wenn ich unloaden muss. Attach. Boah, du musst halt zwei Schüsse machen. Nee, alles gut bei dir? Alles gut. Hast du vor, das Spiel noch länger zu spielen? Hatte ich vor, ja. Also so ein, zwei Völkchen würde ich schon noch machen.
Kann man irgendwo rein? Schreib mich doch nicht an! Ich bin in der scheiß Aufnahme! Pistol Flashlight! Hier kommen Gegner. Jo, ich hab meine Schere. Gasoline. SMG. Alter, lauf mir doch nicht davor, wenn ich schieße. Alter, pass du doch mal auf hier. Hier links, guck mal. Eureka, supergeil, spielt jetzt Grimdawn. Nailgun. Premium Skinbox, Alter. Die kannst du aber, glaube ich, nicht öffnen, oder? Ich, wahrscheinlich. Ja, er hat irgendwie geschrieben, er lädt sich runter. Oh. Neues Scope? Brauchst du ein Scope? Kommt auf die Waffe an, geht das auf alles? Ich denk mal schon. Hier, warte. Ja, ich kann's aber nicht mehr draufpacken. Du kannst nur in der Safe Zone draufpacken. Ich hab's doch auch gerade. Ah ja, klar, ich war ja noch in der Safe Zone. Ja. Nimm's einfach mal mit, gucken wir später. Ich habe auf jeden Fall ein Sniper-Ding, also eine, zumindest eine Karabinerwaffe. Wo man wohl einen Scope drauf machen könnte für ein geiles Sniper. Hier ist noch ein bisschen Painkillers. Immer wichtig Painkillers, Leute. Auch im echten Leben. Gerade wenn man ein Gamer ist, weiß man Painkillers zu schätzen. Merztablette. Wollen wir hier ein bisschen kuscheln? Codein, sieht Valium. Hier voll hübsch aus. Bitte was? Ich sag, hier drin sieht's voll hübsch aus. Wollen wir hier ein bisschen kuscheln? Ah, nee. Was liegt denn da geiles? Ah, Bandages. Wieso sind die jetzt despawned? Da liegt ein Baseballschläger auf dem Autodach. Ja, cool. Dafür kriegst du mein Messer, wenn das okay für dich ist. Wichser. Ja, ja, passt schon. Zombie! Stich ihn ab! Komm her, Messer. Ja, Messer hat Zeit. Ich weiß zwar nicht, wie ich das ausrüste, aber ich nehm's mal mit. Auf zwei. Was ist das hier? AK-Munition. Uninteressant. Okay, dann lass mal auf die Map gucken. Okay. Mal Bandages. Ja, da hinten könnten wir noch mal hin. Bevor wir jetzt losziehen. Bitte? Noch mal looten, meinst du? Noch mal ein bisschen flattern. Guck mal, da liegt doch schon wieder Bandages oder so. Hier, nimm du mal, du hast. Ich hab schon genug davon. Ich glaube auch jetzt einige. Schauen wir mal, ne? Ja, was liegt hier? Hier liegen zwei Waffen, Alter. Jeder eine? Jo. Ich nehm die SARS. Oder die Sykes, oder wie sie hieß. Habe ich jetzt beide? Nee, ne? Nö, ich glaube nicht. Ah, nur mal eine AK. Du hast einen AK-Clip, oder? Ich habe ein 5,45er AK-30-Clip. Kannst du mal gucken? 7,62 ist das Kaliber, aber von der AK, oder? Das ist richtig, das ist von der richtigen AK, das Clip. Alter, was ist das denn? Imtar 30. Ich glaube, die ist noch geiler als die. Die nimmt die. Egal. Komm, weiter. Hast du gesehen, wie ich über den Zaun gehopst bin? Die ist geiler. Pistol Flashlight. Ich habe eine Nailgun. Was sagst du dazu, du Wichser? Geile Sache. So, jetzt komm. Wie rüste ich denn jetzt die Nahkampfwaffe aus? Muss ich die einfach... Auf zwei. Auf zwei? Ach so, dafür als Dings. Seitenwaffe, Pistolenersatz. Ja. Wir müssen nach Westen, naja. Stech ihn jetzt ab! Lied. Ich stech ihn ab! Nee. Hey, du kannst es nicht machen. Ich muss Knast. Ich kann das viel haben. Besser. Ja, aber ich bin so aus, als ja, aber ich im Knast wirst du keinen Baseballschläger haben. Im Knast? Ja. Kommt auf den Knast an, ne? So ein krasser wenn Knast. Wenn der Knast eine semi-professionelle Knast-Baseball-Liga hat. Ich würde ihn gerne voll auf den Kopf damit hauen. Tut mir leid, aber... Ich hab mal gegessen und getrunken. Alter, hat ein krasses Scope, der Spassel. Du bist also der Sniper bei uns, hab ich gehört. Jo. Ich treff alles auf 12 Meter Entfernung. Mit Scope. Ohne Scope 2,50 Meter. Schön. Vor allen Dingen... Also ich frag mich, warum das jetzt so anfängt zu laggen. Vorhin... So auf dem Flugplatz, das lief ultra schön. Das Gute ist allerdings, ich hatte das vorhin in der Aufnahme schon gesehen, ich hatte das auch ab und zu, aber die Aufnahme war trotzdem flüssig. Das heißt, die Leute draußen haben da, zumindest ersichtlich von mir, kann natürlich auch sein, dass sich jetzt geändert hat, in dieser Folge, keine Einbußen. Liegt aber, ich glaube ernsthaft, das liegt an der Server-Population gerade. Weil die da nach oben gegangen ist. Wir waren ja, in der ersten Folge irgendwie mit 30 Leuten am Start und jetzt der Server mit 100 voll.
Der ist schon bei 70 oder 80 auf jeden Fall. Ja, oder so. Hättest du mir auch einfach zustimmen können, du Arschloch. Ich stimme dir zu. Danke. Du Arschloch. So. Wo sind die Zombies, die ich abstechen kann? In Campus City sind ein Haufen, habe ich gehört. Ich höre komische Geräusche. Achso, wir laufen. Jetzt wieder nicht. Wir waren gerade irgendwie auf Asphalt oder so. Wie weit ist denn das überhaupt? Weit. Alter, wir haben ja erstmal 2 Meter gemacht. Prinzipiell haben wir jetzt schon die Hälfte. Was? Ja. Wir haben an der Straße haben wir die Hälfte, glaube ich. Da geht's einen Hügel hoch und dann steil runter. Ja, müssen wir uns ein bisschen Überblick verschaffen. Ich bin ja, eigentlich bin ich ja mehr der Freund von so Sachen wie DayZ, die ein Ticken mehr in Richtung Simulation gehen. Das ist ein bisschen casual, aber ich finde das als Abwechslung nicht schlecht. Setz mal dein Nachtsichtgerät auf. Ich habe kein Nachtsichtgerät, du Arsch. Setz mal dein Nachtsichtgerät auf. Ich habe es dir doch wiedergegeben vorhin. Das ist nett von dir. Ja, ich bin schon ein geiler Typ. Boah, ich muss mal Kartoffelchips essen. Wo hast du denn Kartoffelchips her, Alter? Das wüsstest du wohl gern, ne? Spucken, ich bin kurz vorm Verhungern gewesen und du sagst nichts, ne? Tja, meine Chips gehören halt mir. Merk das schon. Da steck die Freundschaft ab! Auf. Gehört zu reagieren, Knasti ist immer sehr. Ich hätte jetzt richtig Lust, so ein richtig großes Rudel zusammenzutreiben und richtig schön zu verprügeln. Die dich dann von hinten abknallen. Ja. Willst du jetzt einen Live-Aufruf starten oder was? Bei Facebook? Ja, genau. Das, wir ein Rudel zusammentreiben. An Zombies. Und an Zombies. Ach so, ich dachte an Leute. Ja, weißt du, was für mich jetzt gerade keinen Sinn macht? Ne? Was denn? Diese Klippen, ne? Davor kann doch niemals eine Stadt sein. Die sehen schon recht nah aus, ne? Das stimmt, das heißt, rein theoretisch müsste die Stadt dahinter sein. Ja, müsste auch. Den einzigen Durchgang, den ich sehe, ist ein Ticken rechts zwischen den zwei Bergen. Richtig. Weil ist es aber auch eine Bergstadt. Übrigens, wir sollten richtig gut aufpassen in Campus City. Ja, denn es gibt, glaube ich, nur 2-3 Städte, oder? Richtig. Und da sitzen bestimmt 12 Spieler oder so. Mindestens. Und vergnügen sich. Naja, aber 18. Aber guck mal, wenn du auf die Karte guckst, das könnten auch die fetten Berge sein, die da hinten sind, an der anderen Safe Zone. Dass es einfach nur ein schlechtes Sprite ist, was halt am Horizont geklatscht ist und immer gleich weit aussieht. Richtig, wo halt die Auflösung, du kommst halt nah dran, höher ist als die Auflösung von den ganzen Texturen, was uns den Anschein gibt, es muss ja näher dran sein, weil es ja schärfer wirkt. Ja. Ist möglich. Okay, wir sind schon recht weit eigentlich. Was ist das links? Irgendwelche Schilder, ne, von der Arena oder so. Infestation steht da drauf. Ah, die gute Infestation Arena. Aber das ist die Stadt, da ist schon so ein Skyscraper, ne? Siehst du denn? Ja, ich denke auch. Ja, ist einer. Hab mal rangezoomt, weil ich habe ja eine Sniper. Wo bist du denn jetzt? Ach, da. Hinter dir. Hat schon Angst, ich verliere dich jetzt. Ja, aber ist ja kein Problem, du hast ja ein Scope. Und ein Nachtsichtgerät, ne? Nachtsichtgerät. Arschloch. Hey, wir laufen aber falsch, wenn wir zur Stadt wollen, ne? Wenn du jetzt da so weiterläufst. Ist die Frage, laufen wir straight rein oder beobachten wir erstmal? In DayZ würde man selbstverständlich nicht einfach reinlaufen, sondern eine halbe Stunde erstmal die Stadt erkunden und ausloten, ob da Leute sind. Aber die Zeit haben wir natürlich. Die Zeit haben wir nicht. Und wir haben ja, wie gesagt, viel Zeug in der Safe Zone gelassen. Da stehen die Twin Towers, guck mal. Was? Die gibt's doch gar nicht mehr, du erzählst immer ein bisschen. Die berühmten Colorado Twin Towers. Da ist doch schon ein Segelflugzeug reingeflogen. Wo bist du denn jetzt? Ich bin weiter runtergelaufen. Wo bist du denn? Ich bin erschöpft. Also ich bin nicht stehen geblieben. Ich frag mich, wo jetzt diese Frame-Dingsies herkommen. Sag mal, wo bist denn du? Bist du stehen geblieben? Mal. Nee, ich bin jetzt gleich an der Mauer von der Stadt. Lol. Da wurde eine künstliche Mauer hochgezogen zur Zombie-Apokalypse. Aha. Siehst du die nicht? Nö. Wo bist du denn, verdammt? Läufst du genau Richtung Westen, oder was?
Ziemlich genau. Ein Ticken. Ja, aber eigentlich müssten wir nach Nordwesten laufen. Bitte? Ich such dich gerade. Du könntest ja auch einfach mal stehen bleiben, dich umdrehen und nach hinten glotzen. Ich sehe dich da. Ja, siehst du? Ich bleib die ganze Zeit stehen und dreh mich um und such dich und du rennst straight weiter. Alter, hör auf, mich zu schießen. Bist du behindert? Lauf ich genau auf dich zu? Nee. Sondern? Oh, was? Hast du diese Ruckler jetzt auch oder nicht eigentlich? Nein, jetzt gerade nicht. Du musst mich mal ein bisschen anweisen. Außerdem kannst du nicht einfach in der Stadt rumballern. Weil ich jetzt wissen alle, das hört keiner. Alle, dass wir da sind. Ich weiß immer noch nicht, wo lang. Du sagst immer noch nicht rechts oder links. Ja, lauf doch einfach weiter. Ich bin ja hinter dir. Von daher ist es okay. Was? Ach da. Fons, Alter, mit Doppel-Z. Ja, Fons. Name. Nein, so heiße ich. Ja, aber mit Doppel-Z ist unrealistisch. Nein. Jetzt hatte ich einen Ruckler. Ich hab eine MP5, die ist mega laut. Also, Bratzen. Ah, da ist schon wieder der gute Hosenträger-Zombie. Haben wir schon fast vermisst. Da rechts ist noch einer. Spieler! Und, komm her. Oder warst du das gerade? Nein, ich hab nicht geschossen. Guck du mal links, ich guck rechts um den. Bleib stehen. Also schießt auf Blech. Könnt ihr auch mit krassem Kaliber schießen, was sich sehr einfach sehr nah anhört. Weißt du? Die da schießt ihr auf Blech. Lauf mal zur Mauer. Ich glaube, oben auf dem irgendwo Sniper hat einer von oben. Auf Zombies? Weiß ich nicht. Vielleicht auch auf Spieler. Ja, auf Spieler. Da ist gerade wer gestorben. Lass mal zusammenbleiben. Runter vor allem. Kann man hier ins Gebäude rein, wollte ich eigentlich nur gucken, wenn ich ehrlich bin. Wir hätten vielleicht doch lieber eine kleine Stadt mit einem Supermarkt suchen sollen. Weil hier sieht's auch nicht so aus, als ob wir irgendwie Essen auftreiben können. Ja, ne? Das Gute ist jetzt, wenn es dunkel wird, können wir einfach mal hier rechts kann man rein. Können einfach mal hoffen, dass wir der Typ keinen Night Vision hat oder Wärmesuchdinger oder sowas. Du meinst jemand, der die Stadt regiert? Thermalsuchgeräte hat sowas, an ne? seinem Kopf. Da will ich nicht raus. Da irren die mir zu viel. Ah, die Tür ist nur aufgemalt. Alter! Der wurde weggeschossen. HT99 hat geballert. Lass hier mal campen hier drin. Hier ist ein Helm. M9 Helm. Alter, wir sollten mal hier campen. Ja, ich bin doch noch hier drin bei dir. Hier ist noch eine Rüstung. Eine schlechte. Was willst du denn hier campen? Der Typ steht oben irgendwo und snipert. Entweder er sieht uns oder er sieht uns nicht. Ich muss mir mal ganz kurz den blauen Helm ansehen. Was haben wir überhaupt? 20%. Guck dir das an, Alter, wie geil. Das musst du dir bei mir anschauen dann. Ja, ich sehe das hier auch gerade. Dass hier der Wald irgendwie so komisch reinlunzt. Ja? Ich habe dir gesagt, das Spiel sieht cool aus. Das sieht nämlich alles andere als cool aus. Was hast du? Du hast doch ein Nachtsichtgerät. Guck mal. Da ist gerade jemand an uns vorbeigelaufen. Ja, dann komm wieder rein. Okay, der wurde direkt weggeballert. Meinst du, wir sollten vor die Tür gehen? Lass mal die Aufnahme beenden, das ist gerade spannend. Das ist eine gute Idee. Okay. Geh dann einfach da hinten raus gleich. Okay. Danke fürs Zusehen bis hierhin. Ja. Gleich wird spannend. Tschüss, mach's gut. Gucken wir, ob wir hier rauskommen. Warte mal, lass mich mal die Performance umstellen. Ich weiß jetzt nicht, woran diese Ruckler liegen. Wir kommen hier nicht raus. Alles klar, das ist eine sehr schöne Wand. Müsste das Spiel wieder heller machen. Wow, du bist weg. Jetzt echt? Ja. Du standst doch gerade noch draußen an der Tür, oder? Also, an der Mauer. Ja. Ja, du bist weg bei mir. Okay, dann habe ich wohl disconnected. Dann können wir die Aufnahme erstmal wieder beenden. Mal gucken, ob ich hier einen Schnitt mache oder eine neue Folge ansetze. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.